Das sind Ansichten von Zürich, die es bis jetzt in dieser Schärfe, in dieser Präzision überhaupt noch nie gegeben hat. Wir sind auf einer Art auf einer Reise durch die Geschichte von diesem Siedlungsplatz. Und es freut mich enorm, dass wir jetzt den Zwischenstand erreicht haben. Und wir sind alle wahnsinnig stolz und glücklich. Ich glaube, das darf man sagen. Eine wichtige Aufgabe der Archäologie ist die Vermittlung und die sogenannte Teilhabe. Und im Rahmen dieser digitalen Stadtmodelle können wir genau das ermöglichen. Man kann sozusagen durch die historische Stadt durchwandern. Also die historischen 3D-Stadtmodelle sind natürlich schön anzuschauen, aber es steckt auch viel mehr dahinter. Und das sind ganz viele Informationen zu, von wo die Daten kommen, wenn ein Gebäude gebaut worden ist, wie ein Gebäude heisst und so weiter. Ich glaube, das ist der Teil, der das Projekt besonders interessant macht, aber vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade ersichtlich ist. Auf dem ersten Zeitschnitt sieht der User nicht nur die sogenannten Seeufersiedlungen, die Pfahlbausiedlungen im unteren Seebecken, sondern er sieht, und das ist eben neu, auch die Kulturlandschaft rundum, wo die Siedlungen ernährt hat. Die Archäologin Julia Bucher war für den ersten Zeitschnitt sehr wichtig, aufgrund von ihren Untersuchungen zu prähistorischen Ackerböden. Die Herausforderung bei der Erstellung des ersten Zeitschnitts war natürlich, dass man eigentlich nicht so viele Quellen hat. Wir haben einen kleinen Teil ausgraben von den Ackerflächen, bei der Grabung Erweiterung Kunsthaus. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und dann haben wir uns natürlich überlegen, okay, wie gross könnten die Ackerflächen gewesen sein, um die Menschen zu ernähren. Wir sehen eine Stadt, die eingefasst ist von einer Schanze, von einer barocken Festigungsanlage, die aber langsam aus ihren nicht platzt. Und der Zeitschnitt ist zustande gekommen durch eine sehr profunde und gute Beteiligung von Ursi Eggin von der Stadtarchäologie. Im Zeitschnitt 1800 ist nicht viel Fiktion, weil wir derart gute Quellenlage haben mit dem Müllerplan, mit den Dorfansichten. Meine Aufgabe war vor allem, die Häuser zu beschreiben und im heutigen Zustand zu dokumentieren. Im Sinn, wie könnte das um 1800 aussehen. Nachher haben wir eine ganze Serie von Verarbeitung, die passiert, die das nachher umwandelt in 3D-Modell. Für unsere Arbeit ist es sehr wichtig, dass wir am Schluss ein System haben, das möglichst einfach ist zum Warten. Dass wenn man zum Beispiel herausfindet, dass ein Gebäude anstatt 2-3 Stöcke hatte, dass man das mit 1-2 Klicks korrigieren kann. Wenn wir dann all die Daten zusammen hatten und wirklich die vollständigen 3D-Modelle von diesen Zeitschnitten hatten, haben wir Unterstützung bekommen von Matt Bühler von Urban, um das auch visuell so darstellen, dass es halt noch ein bisschen haptischer wird, und zwar in Form von Renderings. Das Highlight an diesem historischen Projekt ist, dass es halt wirklich ganz in der Nähe ist. Dass wir verschiedene Projekte, wo man eigentlich immer an Einzelobjekten gearbeitet hat, an einzelnen Häusern, an einzelnen Bildern oder Texturen, dass man am Schluss wirklich alles kombiniert in eine riesengroße Landschaft und eine ganze Stadtdarstellung. Als ich die ersten Bilder von Urban gesehen habe, bin im Zoo gehockt und habe auf mein Handy geschaut und war wahnsinnig beeindruckt. Für uns als Fachbereich, als Fachstelle, ist der Nutzen enorm. Wir können Baugesuche prüfen und können uns anschauen im historischen Kontext. Zum anderen gibt es uns auch die Möglichkeit, um
immer den neuesten Stand des Erkenntnisses abzubilden. Also konstant können die neuen Informationen, die wir aus archäologischen Untersuchungen haben, einfließen zu lassen. Und gleichzeitig, weil die Daten Open Data verfügbar sind, gibt es vielleicht auch ganz neue Sachen, die daraus entstehen, wie Applikationen, gewisse Spiele zum Beispiel. 3D-Stadtmodelle sind zwar historische 3D-Stadtmodelle, aber schlussendlich spielen sie in einem viel grösseren Kontext. Und zwar reichern sie eigentlich den existierenden digitalen Zwilling von der Stadt Zürich, der eben das aktuelle Zürich und das zukünftige Zürich zeigt, an, um den historischen Stand, wie es früher aussieht, und macht durch das eigentlich die Geschichte von der Stadtentwicklung von Zürich komplett. Wer die historischen digitalen Modelle gesehen hat, der läuft mit einem anderen Blick durch Zürich. Ich glaube, wir können als Gesamtteam mega stolz sein darauf, was wir erreicht haben, in der Zeit, die wir hatten und mit den Mitteln, die wir zur Verfügung hatten. Und ich freue mich aber eigentlich unglaublich darauf, dass es in Zukunft noch wachsen wird, dass das halt noch verfeinert wird mit weiteren Zeitschnitten, die dazukommen.